willkommen zu einem neuen Video. Ein Video, was es so in dieser Art noch nicht auf meinem Kanal gab. Deswegen bin ich auch schon mega gespannt, wie das gleich hier alles ausgehen wird. Eigentlich wollte meine beste Freundin Lilly mich im April hier zu Hause für 3 Tage besuchen. Und wir hatten vor, ganz, ganz viele Videos zusammen zu drehen. Das hat wegen Corona jetzt leider nicht geklappt. Aber deswegen haben wir uns spontan überlegt, dass wir einfach mal Fragen getrennt voneinander beantworten werden. Das heißt, ich bin hier bei mir zu Hause, sie ist bei sich zu Hause und ich habe gestern bei Instagram gefragt, ob ihr uns zum Thema Freundschaft Fragen stellen könnt. Das habt ihr auch fleißig gemacht und deswegen werden wir diese Fragen jetzt getrennt voneinander beantworten. Hallo, ich bin Lilly. Ich bin Lilly. Oder vielleicht besser bekannt als Lillys Lullaby bei Instagram. Und ich bin wirklich mega gespannt, ob wir so einigermaßen das gleiche antworten werden oder was komplett anderes antworten werden. Ja, es wird auf jeden Fall, glaube ich, mega interessant. Ich würde sagen, wir reden jetzt auch gar nicht weiter drumrum, sondern fangen direkt an mit der ersten Frage. Wir haben uns vor ganz, ganz vielen Jahren auf dem deutschen Westlife Forum kennengelernt. Also die Band Westlife, für diejenigen, die die nicht kennen. Damals hatten die noch eine eigene deutsche Webseite mit einem deutschen Westlife-Forum halt. Und ja, da haben wir immer uns über die Band ausgetauscht, aber auch über so ganz alltägliche Sachen. Halt, ja, was man in einem Forum halt so schreibt. Da haben wir uns kennengelernt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war. Ich habe irgendwie so im Kopf, dass es 2005, 2006 gewesen sein muss. Und da haben wir uns in einem Westlife-Chat kennengelernt. Ich glaube, es war sogar eine deutsche Seite, eine deutsche Westlife-Seite. Und dort haben wir uns jeden Abend mit anderen Leuten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Chat getroffen und geschrieben. Und da haben wir uns kennengelernt. Das ist eine Frage, die ich gar nicht so genau beantworten kann, weil es einfach kein Datum gibt, wo man sagen kann, so ab jetzt sind wir befreundet. Das war so ein schleichender Prozess über mehrere Jahre hinweg. Wir haben dann ab und zu immer mal miteinander geschrieben und das wurde dann halt irgendwann immer mehr und intensiver. Ja, also es hat sich quasi eine Freundschaft daraus entwickelt. Und ja, wie lange ist das schon her? 2005 habe ich in Irland gelebt. Da hatten wir, meine ich, definitiv auch schon Kontakt, aber weniger. 2010 ist Kies geboren. Ich glaube, so ungefähr ab da wurde das auch immer ein bisschen mehr. Und ein paar Jahre später haben wir uns das erste Mal dann auch getroffen. Also irgendwie zwischen 2010 und 2013 würde ich jetzt sagen. Das heißt, das müsste schon auf jeden Fall mindestens 7 bis 10 Jahre sein. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, so richtig befreundet sind wir seit 2013. Genau. Weil wir uns dort das erste Mal so richtig von Gesicht zu Gesicht getroffen haben. Wir haben uns das erste Mal in Dublin, Irland, auf dem Flughafen getroffen. Denn das Witzige ist, dass wir zwar beide in Deutschland wohnen, aber wir haben uns noch nie in Deutschland getroffen. Wir treffen uns irgendwie immer nur im Ausland, sei es in Irland, England oder in Schottland haben wir uns bisher getroffen. Und ja, wir machen dann halt immer gemeinsam Urlaub. Und das erste Mal war eben auch ein gemeinsamer Urlaub in Irland. Und ja, das war dann eben am Dubliner Flughafen, wo ich sie das erste Mal quasi live gesehen habe. Das war nämlich auch, wie gerade eben erzählt, 2013. Am Dublin Airport. Da haben wir uns das erstmal wirklich so face-to-face gesehen, weil wir einen gemeinsamen Roadtrip durch Irland gemacht haben. Wie ich ja eben schon gesagt habe, treffen wir uns eigentlich immer nur im Ausland. Das heißt, wenn wir halt zusammen Urlaub machen und das ist dann vielleicht so einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Ich würde sie auf jeden Fall am liebsten gerne täglich sehen, aber das ist leider nicht wirklich möglich, da sie sehr weit entfernt wohnt und wir das irgendwie immer nicht gebacken kriegen. Nicht dein Ernst. Leider nicht so oft. Wie gesagt, 2013 das erste Mal, dann hat es 3 Jahre gedauert. Wir uns wieder gesehen haben 2016,
Und selbst da haben wir uns nur für ein paar Stunden getroffen. Sie war gerade mit ihrem Sohn Keith in Irland unterwegs und ich war mit einer Freundin auf einem Roadtrip in Irland unterwegs. Und ich glaube, an ein, zwei Tagen haben wir uns relativ in der Nähe aufgehalten, sodass wir uns am Kells Beach für ein paar Stunden treffen konnten und danach noch Mittagessen waren. Und dann haben sich unsere Wege leider wieder getrennt. Sie ist, glaube ich, dort geblieben, irgendwo in der Nähe, und wir sind aber weiter nach Dublin Richtung Sligo gefahren. Allerdings haben wir es in diesem Jahr geschafft, dass wir uns zweimal getroffen haben. Und zwar im Oktober waren wir nochmal in Schottland gemeinsam. Einmal in Dundee und in Motherwell zu einem Konzert von Shane Fallon. Und das haben wir 4 Tage verbracht. Dann haben wir uns das nächste Mal 2018 gesehen in Manchester. Dort waren wir auch zu einem Konzert von Shane Fallon und dort haben wir ein Wochenende in Manchester verbracht. Und letztes Jahr haben wir es auch nochmal geschafft, uns zu sehen zu meinem Geburtstag in Sligo. Und ja, eigentlich war für dieses Jahr geplant, dass ich die Woche vor Ostern zu ihr nach Hause fahre. So für 3-4 Tage. Nicht euer Ernst. Das macht ihr doch mit Absicht. Wie gesagt, es war jetzt geplant, dass ich die Woche vor Ostern noch mal für 3-4 Tage zu ihr fahre. Aber das hat aufgrund Covid-19 jetzt nicht funktioniert. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es dann dieses Jahr nochmal irgendwann, dass ich rüberfahre. Wir hatten auch zwischenzeitlich schon mal so überlegt, Silvester zusammen zu verbringen oder mal gemeinsam an die Ostsee oder an den Harz zu fahren mit ihrem Sohn und mit meinem Hund. Hat bis jetzt auch nicht funktioniert. Hoffen wir mal, dass es demnächst mal funktioniert. Lilly ist 3 Jahre jünger als ich. Jetzt nicht so groß. Ich glaube, sie ist 33 und ich bin 30, also 3 Jahre. Boah, das ist echt eine verdammt schwierige Frage. Ich glaube, es gibt kein bestimmtes Erlebnis, wo ich sage, das ist das allerschönste Erlebnis. Das ist eher so allgemein die ganze Zeit, die wir halt zusammen hatten, wo wir uns wirklich eben persönlich getroffen haben, die Urlaube, die wir zusammen hatten, auf die Konzerte, auf denen wir zusammen waren, lustige Erlebnisse, die wir zusammen hatten. Also so allgemein einfach die Zeit, die ich mit ihr zusammen hatte, generell. Ich glaube, es gibt keinen bestimmten Moment, den ich jetzt so da rauspicken könnte. Also es sind natürlich alle schön. Wenn ich jetzt aber wirklich genau eine gezielte Sache raussuchen müsste, wäre es das gemeinsame Tattoo, was wir uns letztes Jahr stechen lassen haben. Also wir haben jetzt nicht beide dasselbe Tattoo, aber wir haben uns beide in Irland 2 irische Tattoos stechen lassen und ich glaube, das wäre es. Ja, von Auchtamuchti direkt ins Gefängnis, sage ich dann nur zu. Oh, nein, ich kann es auch kurz erklären. Das war damals in Schottland. Wir sind da mit meinem Navi durch die Gegend gefahren. Und ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Ort richtig hieß und ausgesprochen wurde, aber mein Navi hat das total komisch ausgesprochen, hat irgendwie so Ochtamochti. Wir haben uns da so drüber schlapp gelacht. Und das ist einfach bis heute noch im Kopf geblieben, weil sich das in dem Moment einfach so witzig und komisch angehört hat. Und dann sind wir halt ein Stück weiter gefahren und dann kam irgendwie ein Gefängnis. Wir wussten aber nicht, dass es ein Gefängnis war. Wir wollten irgendwie was anderes suchen, was da in der Nähe sein sollte. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sind wir immer weiter auf dieses Grundstück gefahren. Und auf einmal kamen dann da überall so Schilder. Gefahr, Stopp, ab hier nicht weiterfahren. Und dann hat sich halt eben halt rausgestellt, dass das ein Gefängnis ist. Und wir beide haben dann echt noch überlegt, ob wir jetzt trotzdem da weiterfahren, weil mein Navi hat halt gesagt, dass wir da lang müssen, also halt da, wo wir eigentlich hin wollten. Und das war eben über dieses Gelände von dem Gefängnis. Ja, wir standen dann echt eine Weile vor dem Gefängnis und haben überlegt, fahren wir da jetzt durch oder fahren wir nicht durch. Wir sind da nicht durchgefahren, aber auf jeden Fall so von Auchtamuchti bis ins Gefängnis, das ist so im Kopf geblieben. Nee, ich glaube nicht. Also zum Insider direkt? Nee, haben wir nicht.
Ich mag eigentlich alles an ihr, weil sie ist eine wirklich tolle Freundin, die immer für mich da ist. Ich kann sie Tag und Nacht erreichen, wenn ich Probleme habe, wenn ich Sorgen habe, auch wenn es mir gut geht. Ich kann ihr immer sofort schreiben, sie ist immer für mich da. Und wir verstehen uns einfach, wir sind komplett auf einer Wellenlänge. Wir haben die gleichen Macken, die gleichen Interessen und es passt einfach irgendwie alles. Und ich kann ihr zu 1000% vertrauen. Ja, das schätze ich an ihr. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man macht sich nie so Gedanken darüber, was man mag und was nicht mag. Also ich mag halt, wie sie so als alleinerziehende Mutter mit allem so klarkommt. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ich meine, ich habe noch kein Kind, ich habe nur meinen Hund. Ist ja wie ein Kind. Aber ja. Und natürlich, was ich an Sabrina mag, dass sie genauso Irland-verrückt ist wie ich. Und ja. Ich glaube, wir haben uns noch nie gestritten. Also ich wüsste jetzt keine Situation, wo wir uns wirklich mal gestritten haben. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir hatten auch noch nie großartig irgendwie eine Meinungsverschiedenheit oder so. Also gar nicht. Wir verstehen uns wirklich komplett gut. Nee, ich glaube, gestritten haben wir uns eigentlich noch nie in all den Jahren. Nö. Ich glaube, wir haben uns noch nie gestritten. Wir diskutieren sehr gerne. Und zwar diskutieren wir sehr gerne über das Thema, wie man Uhrzeiten ausspricht. Dadurch, dass sie aus Niedersachsen kommt und ich aus Sachsen, gibt es da Unterschiede, wie man die Uhrzeit ausspricht. Mal so als kleines Beispiel, wir sagen halt, es ist um 1, es ist 2:15, es ist 2:30, es ist 2:45 und es ist um 3. Und mit diesen 2:45 kann Sabrina überhaupt nichts anfangen. Und das ist immer so ein Diskussionspunkt bei uns, weil ich verstehe, wie man 2:45 sagen kann, aber ich kann nicht verstehen, wie man nicht verstehen kann, was 2:45 bedeutet. Aber ich glaube, das ist halt wieder so eine Ost-West-Sache. Deswegen, aber streiten tun wir uns nie. Boah, auch eigentlich eine recht schwere Frage. Ich weiß, dass sie davon träumt, nach Irland zu ziehen. Ich ja eigentlich auch. Das ist quasi so ein gemeinsamer Traum. So ein Haus am Meer in Irland haben. Ich glaube, das ist auch so ihr größter Traum, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich weiß, dass Sabrina nach Irland auswandern möchte und das aber auch schon mal für 3 Monate getan hat. Dann aber aufgrund der Familie, glaube ich, wieder zurückgegangen ist. Und die Familie eigentlich auch gerade so der Hauptpunkt ist, warum sie noch nicht ausgewandert ist. Und das kann ich sehr gut verstehen, das ist auch so ein Punkt bei mir. Ja, aber ich glaube, ihr größter Traum, schlag mich, wenn es falsch ist, ist es, nach Irland auszuwandern. Das sind leider knapp 530 Kilometer, also mit dem Auto so 5,5 Stunden Autofahrt, ohne Pause, mit Pausen wären es wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Wie gesagt, wir sind die Strecke noch nie selber gefahren, weil wir uns noch nie in Deutschland getroffen haben. Wir haben es nie hingekriegt, warum auch immer. Es kam jedes Mal wieder was dazwischen, wenn wir was geplant haben. Ja, also aufgrund dieser Entfernung ist es eben uns nicht wirklich möglich, dass wir uns ja öfters sehen. Ich würde es auf jeden Fall besser finden, wenn sie direkt nebenan wohnt und dann würde ich, glaube ich, auch täglich bei ihr sein, aber ja, das geht leider nicht. Wir führen quasi eine Freundschaftsfernbeziehung. Leider sehr weit. Sie wohnt ja, wie schon mal erzählt, in Niedersachsen, ich in Sachsen. Das heißt, es ist super, also locker mal 6 bis 7 Stunden Autofahrt zwischen uns entfernt. Mit dem Zug 5 Stunden, aber es ist halt schon eine weitere Strecke. Was denn du, mein Schatz? Was machst denn du? Absolut gar nichts. Also ich wüsste jetzt echt nicht, was mich an ihr nerven sollte. Obwohl doch, sie kommt ja aus Sachsen und sie spricht gewisse Wörter einfach komisch aus für mich als Norddeutsche. Zum Beispiel die Uhrzeiten, die spricht sie immer komplett komisch aus, ne, wie man das halt in Sachsen so macht. Und das ist so ein ewiges Diskussionsthema bei uns mit der Uhrzeit, wie man die eben da ausspricht und hier bei uns. Da können wir uns echt stundenlang drüber unterhalten und diskutieren. Das ist echt so ein Dauerbrenner bei uns. Aber das ist ja auch kein richtiges Nerven, das ist halt einfach, ja. Ich glaube, sowas richtig Nervendes ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Also ist
gibt Dinge, die nerven mich schnell. Aber Sabrina hat davon jetzt noch nichts gemacht, beziehungsweise hat es nicht geschafft, mich irgendwie zu nerven. Sag mal so. Wir schreiben eigentlich meistens über WhatsApp, eigentlich auch fast täglich, würde ich sagen. Manchmal auch über Instagram in den Direktnachrichten oder bei Facebook, aber hauptsächlich tatsächlich über WhatsApp. Ich glaube, das machen wir wie alle anderen auch. WhatsApp, Facebook, Instagram. Das ist so, also mehr Facebook, WhatsApp, Instagram sind so die Haupt-Social-Media-Messenger-Dienste, die wir nutzen. Ich würde schon sagen, dass wir uns alles gegenseitig erzählen. Also ich zumindest erzähle ja eigentlich alles Wichtige, egal ob es Negatives ist oder Positives ist. Sie weiß von mir eigentlich alles. Wenn es mir total schlecht und dreckig geht, das erzähle ich ihr. Genauso aber auch, wenn ich irgendwelche Sorgen habe oder wenn ich total gut gelaunt bin und irgendwas total positiv ist. Ich erzähle ihr eigentlich alles und halt eben auch vieles, was ich zum Beispiel anderen gar nicht erzähle, also auch keinen anderen Freunden oder meiner Familie teilweise nicht mal. Also sie ist da schon so diejenige, mit der ich wirklich über alles sprechen kann. Und ja, ich würde nicht sagen, dass wir Geheimnisse voreinander haben und wir erzählen uns auf jeden Fall eigentlich alles. Es gibt bestimmt Dinge, die Sabrina jetzt noch nicht so von mir wusste oder ihr nicht so klar ist, aber das sind jetzt eigentlich auch keine Geheimnisse. Also, ich hätte jetzt auch keinen Grund, ihr irgendwas zu verschweigen. Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Nein, ich glaube nicht. Sie hat zwar eigentlich auch ein schönes Leben, würde ich sagen. Aber ich würde mein eigenes Leben nicht eintauschen wollen, weil ich bin mit meinem Leben eigentlich ganz zufrieden. Ihren Hund hätte ich allerdings gerne. Sie hat einen schwarzen Labrador, den Leo. Das ist ein echt cooler Hund, den hätte ich gerne von ihr, ja. Aber so das komplette Leben würde ich nicht tauschen wollen. Nein. Ich nicht, weil ich bin weitestgehend zufrieden mit meinem Leben hier. Ich meine, es gibt sicherlich das eine oder andere, was man vielleicht gerne verändern würde oder möchte oder in Zukunft machen wird. Aber würde ich das Leben von Sabrina leben wollen würden? Nein. Schon weil sie nicht wüsste, was 3:45 ist. Finde ich auch eine sehr schwierige Frage irgendwie. Aber da wir ja beide komplett Irland verrückt sind, würde unser perfekter Tag definitiv auch in Irland natürlich stattfinden. Und ja, wir würden morgens erstmal ganz in Ruhe zusammen frühstücken. Dann würden wir uns in den Mietwagen setzen und stundenlang durch die Gegend fahren, uns da alles angucken, ganz in Ruhe. Vielleicht setzen wir uns irgendwo in ein kleines, niedliches, irisches Café, essen dann Kuchen, trinken eine Hot Chocolate. Und ja, natürlich müssen wir auch ans Meer fahren, das ist auch mal ganz, ganz wichtig. Da wäre das noch cool, wenn wir mal da mit Pferden ausreiten würden. Das hatten wir auch schon oft geplant, aber irgendwie immer noch nicht hinbekommen. Ja, einfach da mal am Strand lang galoppieren, auch teilweise durchs Meer durch, das wäre echt noch cool. Ich hoffe, das machen wir irgendwann nochmal. Also generell in der irischen Landschaft und am Meer, da können wir echt stundenlang verbringen. Da müssen wir auch gar nicht groß viel an Action haben. Allein das reicht uns eigentlich schon so als perfekter Tag. Abends würden wir dann vielleicht noch irgendwie was essen gehen oder ja, wo beim Imbiss schnell was holen. Vielleicht dann noch ein paar Filme gucken, Videos zusammendrehen. Das ist, glaube ich, so ein perfekter Tag. Irland. Meer, Pizza, tolles Konzert. Ja, ich glaube, das wäre so ein perfekter Tag. Dann würde ich sehr gerne nochmal in Irland am Meer entlang reiten. Das habe ich mir schon ewig vorgenommen, bin aber irgendwie noch nie dazu gekommen, das irgendwie zu machen. Neues Tattoo. Ich habe eure Fragen jetzt beantwortet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mal sehen, was Sabrina so zu sagen hat. Das war's jetzt auch von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare gerne noch weitere Fragen. Wenn da genügend Fragen zusammenkommen, dann können wir auf jeden Fall gerne nochmal einen zweiten Teil drehen. Ich glaube, Lilly hat da auch Lust zu. Also schreibt fleißig Kommentare, stellt uns Fragen.
Oder falls ihr Ideen habt, was man sonst getrennt voneinander aufnehmen könnte, schreibt uns das unbedingt, denn wir wollen unbedingt zusammen mehr Videos für euch drehen. Und da wir uns ja jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich nicht so schnell wiedersehen können und werden, ist das wahrscheinlich erstmal die einzige Option, dass wir so ja, Videos eben getrennt voneinander drehen. Also wenn ihr da coole Ideen habt, schreibt sie uns gerne. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.